Hörst du den Ruf? Maximaler Erfolg für bewusste Menschen. Wir sind hier gerade alle auf diesem Spielfeld Erde. Und es geht um viel. Es ist ein Spiel und wir können gewinnen und wir können verlieren. Wir können das Leben gewinnen. Das Leben in einer neuen Zeit, die wirklich für den Menschen ist. Für die Entwicklung, Entfaltung des Menschen. Und wir können was Großartiges kreieren. Und wir können verlieren. Wir können das Leben verlieren. Genau dieses freie Leben, von dem ich gerade sprach. Und wir finden uns wieder in einer transhumanistischen Welt, in der die Gefühle abgekapselt werden, in der die Verbindung zum Göttlichen abgekapselt wird. Zwei Möglichkeiten. Also, schau dir dieses Video an, schreib nachher in die Kommentare, wofür bist du? Bist du bereit, jetzt deine Rolle anzunehmen und wirklich auszufüllen, sodass wir gewinnen? Und ich weiß, heutzutage wollen einige gar nicht mehr gewinnen oder verlieren. Selbst im Sport. Es gibt keine Urkunden mehr, es gibt keine Punkte mehr. Und alle, Hauptsache man hat teilgenommen. Und vielleicht ist dieser Punkt auch Teil des Plans, dass wir Menschen runtergedrückt werden, keine Performance mehr an den Tag legen und einfach sagen, Hauptsache wir haben teilgenommen, ist doch völlig egal, Hauptsache wir haben gelebt, alles easy. Ich bin anderer Meinung und du erfährst euch gleich, warum. Also, hey, mein Name ist Felix van Frieden, ich bin Gründer der Van Frieden Akademie und wir unterstützen Therapeuten, Heiler, Coaches, Naturmediziner dabei, mit ihrem Soul-Business maximal erfolgreich zu werden, damit sie in finanzieller Fülle leben und noch mehr Menschen helfen können. Wenn dich das interessiert, komm in die Soul-Business-Show oder folge mir auf Instagram und da gehen wir diesen Weg gemeinsam. Warum ist es jetzt wichtig, dass bewusste Menschen maximal erfolgreich sind? Wir sind in einem Spiel mit unterschiedlichen Kräften und diese Kräfte haben gegensätzliche Interessen und spielen gegeneinander. Fußballspiel, zwei Mannschaften spielen gegeneinander. Die eine Mannschaft, die transhumanistische Agenda wahrmachen will, die sind heftig motiviert und haben einen ganz klaren Plan, haben Disziplin, haben Ausdauer, Motivation. Ich erinnere mich an die Worte von Omra Mikhail Ivanov, dem großen spirituellen Meister, der sagte, eine Sache können wir von der dunklen Loge lernen, das ist die Beständigkeit. Wenn die sich entschieden haben, wenn die einen Weg gehen, dann sind die krass. Die gehen über Leichen, wortwörtlich. Und auf der Gegenseite, stell dir mal vor, auf der Gegenseite, wer ist da? Wer spielt da? Wer ist im Schnitt einer von diesen bewussten spirituellen Menschen? Sind das in der Regel High-Performance-Menschen, die wirklich reingehen, konkret arbeiten, ihre Grenzen überwinden und auch Dinge machen, die vielleicht nicht ihrem Naturell entsprechen. Ihrem Naturell, welches sie selber entwickelt haben. Das heißt, es gibt da so eine Idee, ich bin halt so. Wer ist halt so? Du im Ursprung, im Kern, als dieses Wesen, das du warst, bevor du dich inkarniert hast, bevor du die ganzen Dinge von deinen Ahnen übernommen hast, bevor du die Blockaden aufgebaut hast, bevor du die Mangelglaubenssätze aufgebaut hast, bevor du die ganzen Verbindungen gezogen hast, die dich klein halten? Bist du dieses freie Wesen oder bist du dieses Wesen, was denkt, ich bin halt der, der ich jetzt bin, ich bin halt so blockiert, ich bin halt so festgesetzt, ich bin im Mangel, ich bin im Zweifel und so weiter? Nein, der bist du nicht. Du bist dieses freie Wesen, voller Kraft, voller Vertrauen, voller Gewissheit. Das bist du wirklich. Und jetzt ist da ein großer Unterschied häufig. Von dem, der du wirklich bist, zu dem, der du glaubst, gerade zu sein. Den, von dem du glaubst, ich identifiziere mich hier mit diesem Körper. Voller Fehler. Nein, der bist du ja gar nicht. Und wenn du diese Identifikation immer mehr löst, kannst du auch immer mehr der werden, der du wirklich bist. Es ist schon einige Jahre her, ich meine 8 oder so, da kam es plötzlich bei mir rein. Ich werde wieder der, der ich wirklich bin. Du wirst wieder der, der du wirklich bist. Und auf diesem Weg wird sich sehr viel lösen. Und du wirst sehr viel an Stärke, an Zuversicht, an Kraft, an Vertrauen gewinnen. Und wenn man das alles macht,
dann ist die logische Konsequenz, dass du erfolgreich bist. Erfolgreich in dem, was du tust. Weil du hast ein klares Bild im Kopf. Du hast die Emotionen, die damit übereinstimmen. Und dann gehst du einen klaren Weg, hast klare Handlungen, wirksame Handlungen. Und dann wird, was auch immer du machst, erfolgreich. Und jetzt noch ein ganz wichtiger Punkt. Das machen nämlich die anderen auch. Das machen unsere Gegenspieler auch. Wenn wir das jetzt noch ausrichten auf ein gemeinsames, herrliches, himmlisches, lichtvolles Ziel, dann wird es fantastisch. Weil dann haben wir etwas, das haben unsere Gegenspieler nicht. Dann haben wir die Unterstützung von der geistigen, himmlischen, lichtvollen Welt. Die warten doch nur darauf, dass Menschen sagen, ich gehe da voll rein. Und die dann auch sagen, bitte helft mir auf diesem Weg. Danke, dass ihr da seid. Lasst uns reingehen, lasst uns spielen und lasst uns gewinnen. Lasst uns gewinnen. Gewinnen heißt weniger Leid. Gewinnen heißt viel mehr Freude. Gewinnen heißt, die Menschen sind frei. Das heißt gewinnen. Wir gewinnen unsere Freiheit. Wir kämpfen gegen die Unterdrückung, gegen die Abhängigkeit, gegen die Versklavung, gegen die geistige, emotionale Versklavung, aber auch gegen die materielle Versklavung, die nicht mehr so offensichtlich ist, wie sie es einmal war. Aber wenn man hinter die Fassade schaut, wie die meisten Menschen an irgendwelchen Ketten hängen oder an irgendwelchen Fäden hängen, dann ist die schon wieder ziemlich offensichtlich. Und daraus befreien wir uns. Und das ist nicht mal so easy mit dem Fingerschnipp zu erledigen. Das ist ein harter Prozess. Denn häufig sind die Gewohnheiten, die Blockaden, die ganzen Dinge, die sitzen häufig tief. Und da gilt es jetzt reinzugehen. Und wenn wir das machen und wenn wir dann diese Kraft hier in der Erde leben oder auf der Erde leben, dann wird sich sehr viel verändern. Und wenn du sagst, okay, ich nehme meine Rolle ein, dann wird sich sehr viel verändern. Ich fand das auch so schön, noch einmal Omra Mikhail Ivanov, weil er gesagt hat, die Rollen sind da, aber die müssen besetzt werden. Das heißt, das Drehbuch ist geschrieben, aber die Rollen müssen besetzt werden. Und es kann immer sein, dass sich für eine Rolle kein geeigneter Kandidat findet. Ja, was dann? Dann wird der Film ohne diesen Charakter gespielt. Ein Beispiel, ich habe mal einen Film gedreht in meinem Leben, einen guten Kumpel. Und dieser Kumpel, der war überfordert. Der war überfordert von dem Plan. Und ich habe damals schon gesagt, wir müssen das diszipliniert durchziehen, sonst wird der Film nicht fertig. Wir haben halt 14 Drehtage. Ich habe den Kameramann bezahlt, der ist nur 14 Drehtage da. Und da hatten wir einen klaren Drehplan. Und wisst ihr, was mein Kumpel gemacht hat? Der ist nach 10 Tagen einfach nicht wiedergekommen. Unabgemeldet. Der ist einfach beim 11. Drehtag nicht erschienen. Wir mussten das gesamte Drehbuch umschreiben, weil mein Kumpel, der in dem Film meinen Partner gespielt hat, also ich war Rapper, er war DJ, mein musikalischen Partner, der den gespielt hat, der war einfach nicht mehr da. Und das Drehbuch hat die ganze Zeit seinen Charakter drin gehabt. Also, wir haben ein Drehbuch hier auf der Erde. Und dieses Drehbuch, und da bin ich überzeugt von, das zeigt auf, wie wir es schaffen, jetzt hier rauszukommen aus dieser ganzen Geschichte, aus dieser versklavenden, manipulativen Welt in die freie, schöne Welt, die neue Welt, die neue Erde. Und dann gibt es bestimmte Rollen, die eingenommen werden müssen. Wenn jetzt aber die Menschen faul sind und lässig sind und nicht sehen, dass man irgendwas tun muss und einfach sagen, Erfolg ist mir doch alles egal, ich lebe mal in den Tag hinein, mach so mein Ding und dann wird schon irgendwie witzig schon ausgehen, da gibt es ja noch ein paar Aliens und so weiter, die helfen uns schon. Dann kann es sein, dass gewisse Rollen einfach nicht besetzt werden und dann fallen die weg und dann wird das Drehbuch nicht aufgehen. Dann sieht das anders aus. Das heißt, wir alle können uns auf gewisse Rollen bewerben und diese einnehmen. Und es gibt manche Rollen, die sind schwieriger zu spielen als andere. Da muss man sich mehr darauf vorbereiten als auf andere Rollen. Und gerade diese Rollen, das sind Schlüsselpositionen, es kann sein, dass die am Ende gar nicht besetzt werden. Oder besetzt werden von jemandem, der die nicht gut spielt. Ist auch möglich. Ich meine, wie oft sehen wir das? Da ist ein Schauspieler in irgendeinem Film und dann denkt man sich, er hätte ein anderer besser machen können. Kann auch passieren. Das heißt, auch wenn man eine Rolle dann hat, dann geht es auch darum, diese Rolle optimal auszufüllen. Deswegen, diese Idee, maximaler Erfolg für bewusste Menschen. Und ich werde diese Idee weiter verbreiten, weil ich einfach sehe, wie wichtig das ist.
dass immer mehr Menschen ein High-Performance-Mindset annehmen und weitergehen. Wir können so viel aus uns herausholen. Und ich sage dir eine richtig schöne Sache. Vor 1,5 Jahren bin ich dir ganz konkret damit angefangen. Vorher habe ich ja lange gratis gearbeitet und so weiter. Und dann habe ich gedacht, okay, ich werde jetzt ein High-Performance-Mensch. Habe ich mir auch schon vorher gedacht, aber dann nochmal konkret. Und das, was ich jetzt gerade am Tag erledige, hätte ich damals nie erledigen können. Dann wäre ich platt gewesen. Aber jetzt mache ich das, aber es fühlt sich leicht an. Es ist wie Spielen. Ich arbeite viel. Ich bin ehrlich, natürlich arbeite ich viel. Aber es fühlt sich nicht so an. Als ich damals Kind war, da wollte ich, als ich aufgestanden bin, rausgehen und ich wollte so spät wie möglich nach Hause gehen. Genauso jetzt auch. Wenn ich aufstehe, dann will ich meine Arbeit machen und ich mache die so lange, wie es geht. Ich habe natürlich noch Kinder, Familie und so weiter, dann kriegen die auch meine Aufmerksamkeit. Aber ich will arbeiten, ich will spielen. Es ist ein Spiel, aber es ist auch ein ernstes Spiel. Es geht nämlich ums Gewinnen. Und wenn man spielt, um nicht zu gewinnen, man kennt das ja. Ich habe mit Leuten Fußball gespielt und dann, ich will gewinnen, da spielt einer, um nicht zu gewinnen. Hier, nimm, komm, schieß. Ja, ist auch egal, geht doch nur ums Spiel. Mit solchen Leuten kann man. Kennt ihr den Spruch? Mit den Leuten kannst du keinen Krieg gewinnen. Und es gibt viele von denen, mit denen kannst du keinen Krieg gewinnen. Und Krieg ist für manche auch ein heftiger Ausdruck, aber wir sind im Krieg. Wir sind im Krieg, ist doch ganz offensichtlich. Und wir brauchen jetzt Menschen, mit denen du diesen Krieg gewinnen kannst. Nicht die an die Front gehen und ballern, nein, auf einer anderen Ebene. Das ist ein Krieg auf vielen verschiedenen Ebenen. Und letztendlich geht es darum, dass wir voll in unsere Kraft kommen, in die Präsenz kommen und wirken. Wirken für die neue Erde. Also, ich wünsche dir alles Gute dabei. Ich freue mich, wenn du wirklich dabei bist und aus dir herauskommst und den nächsten Schritt gehst. Solltest du Therapeut, Naturmediziner, Arzt, Coach, Heiler sein und sagen, ich will mir auch hier auf der Erde ein Soul-Business aufbauen. Das heißt, ich will meinen Seelenauftrag erledigen und meine berufliche Zeit nutzen, so wie ich es ja auch tue, um die Sache voranzubringen. Dann komm in die Soul-Business-Show, ist hier unten verlinkt, folg mir auf Instagram und du kriegst die ganzen Dinge an die Hand, damit das auch erfolgreich wird. Also, alles Liebe, bis zum nächsten Mal, dein Felix.